Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Velocher Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Und ja, Leute, wir sind hier in der neuen Season, ne? In Season Nummer 4 inzwischen. Mit diesem Team hier, wo man... Oh, shit, Alter. Okay, einfach mal niesen. Auf jeden Fall, was ich gerade sagen wollte. Mit dem Team hier, das ist doch richtig reingeschallert gerade, ne? Ich bin aber nicht erkältet oder so, keine Ahnung, warum ich gerade niesen musste. Auf jeden Fall wollte ich sagen, mit diesem Team hier, wo wir so ein bisschen schauen müssen, was geht denn eigentlich? Ne, denn an sich muss man, wenn man sich das Team anguckt, ganz klar sagen, ey, Playoffs sind möglich. Vielleicht eher übers Play-In, muss man mal schauen. Aber alles über erste Runde Playoffs wäre vielleicht schon eine Überraschung, sofern sich nicht Kuminga oder Şengün extrem gut nochmal entwickeln. Ne? Weil man muss halt eben auch festhalten, wir haben einen eher älteren Kader, ne? Einen sehr, sehr alten Kader, wenn man ehrlich ist. Eben bis auf Şengün und Kuminga. Klar, Richards, Tybull, Isaac McLaughlin oder auch Portis sind noch im besten Alter, ne? Von 28 bis 31. Aber alles darüber ist dann halt schon 33 plus. Ne? Und da muss man eben schon schauen, wie man da eben agieren wird. Ne? Aber ihr kennt es von mir. Erstes Game, Opening Night, es gab ja ein paar Änderungen. Auch in unserer Starting 5 hier. Denn wir spielen jetzt mit Stephen Curry und Bradley Beal in der Starting 5. Kein Klay Thompson mehr, der kommt jetzt von der Bank. Jonathan Kuminga, dann Bobby Portis als Starter, tatsächlich auch neu mit dabei. Und Alperen Şengün gegen D'Lo, Derek White, Chris Middleton, Jared Vanderbilt und Anthony Davis. Also gleich mal ein Duell hier gegen die Lakers. Oder gehen wir doch auf jeden Fall mal rein, ne? On the floor for the visitor. Ich spring hier kurz und ich nehme kurz einen Schluck Kaffee. Ganz schnell hier noch vor dem Tip-Off, ne? Oder auch nicht. Das schaffe ich nicht. Tip-Off geht auf jeden Fall an die Lakers. Dann nehme ich den Schluck Kaffee gleich irgendwann. Auf jeden Fall jetzt hier D'Lo. Na, Vanderbilt mit dem Midranger. Darf gleich mal einen reinmachen. Okay, der Kaffee wird benötigt, sonst schlafe ich hier. Gibt doch nichts Geileres als warmen Kaffee, ne? Auf jeden Fall hier Stephen Curry. Und jetzt Bobby Portis mit dem Screen. Portis mit dem Screen, Stephen Curry macht den ersten leider nicht rein, kam dann komplett frei zum Wurf. War gar nicht mal schlecht rausgespielt, kein schlechter Screen von Portis, aber... Ja, und jetzt hier AD, das war ein super Spiel von D'Lo. Was ich nur eben zu Ende führen wollte, war, dass Curry aber den Ball eben nicht reinmachen konnte, ne? Jetzt haben wir Portis, Dreier hat der B minus. Şengün mit dem Screen. Şengün wird da ein bisschen allein gelassen, muss man sagen. Und Şengün macht ihn sauber rein, stark. Gut gemacht von Alperen Şengün. Ne? Er und Kuminga müssen sicherlich nochmal eine Leistungssteigerung hinlegen, wenn die Warriors nochmal Chancen haben wollen auf irgendwie Größeres als nur erste Runde Playoffs. Ne? Alles über erste Runde Playoffs wäre schon ein Erfolg, das muss man ganz klar sagen. Jetzt hier D'Lo macht den nicht rein. Portis mit seinem Rebound. Der Ball auf Bradley Beal. Şengün. Na, doppelt Şengün direkt am Perimeter. Am Post meine ich natürlich, sorry. Portis mit dem Screen. Der nächste gute Screen von Bobby Portis. 2 von 2 guten Screens. Und Stephen Curry macht 1 von 2 Bällen dann auch rein. Ne? 6-4. Ja, wer weiß, wie weit uns Bobby Portis helfen kann. Ne? Wird auch interessant. Ist ein guter Spieler auf jeden Fall, den man da bekommen hat. Unter anderem wegen den neuen Regularien in der NBA. Ne? Mit den Trades, dass dort eben das finanziell nicht unbedingt passen muss, wenn es um einen Trade geht. Ja, das war ein Turnover. Das war auch einer unserer großen Fehler. Viele Turnover immer wieder. Kuminga hier, super Einsatz von Jonathan Kuminga. Stark. Wie er sich da nochmal gestretched hatte, ne? Und Kuminga jetzt hier auf Alperen Şengün. Portis wird freigelassen. Gut, war ein sehr weit entfernter Dreier, ne? War bestimmt über 2 Meter von der Freiwurflinie, von der Dreierlinie. Curry jetzt hier gegen D'Lo. Versucht da nochmal zu stören, macht es gut. Curry sogar mit dem Rebound. Das Game auf jeden Fall mit ordentlich Tempo jetzt hier. Portis wird gefoult. Wird klar und deutlich gefoult von Vanderbilt. Portis hier mit einem guten Einstand, oder? Hier sehen wir auch Bobby Portis das erstmal, ne, mit seiner Brille. Ah, der ist drin, schön. Vielleicht kann Portis gleich nochmal erhöhen. Ah, der wird... Ah, ist auch drin, okay, stark. Portis, beide Freiwürfe reingemacht, 2 Rebounds, 1 Assist, 2 gute Screens gestellt. Gutes Debüt von Bobby Portis und gleich mal ein Timeout der Lakers, okay. 2,5 Minuten gespielt in der Opening Night und sie nehmen schon ein Timeout. Kann man machen, muss man nicht.
Gucken wir mal. Der Ball geht zu AD, der wird gedoppelt gleich. Ah, oh, das war schwierig gespielt. Jetzt hier Middleton. Und am Ende hat Vanderbilt den Dreier, den er auch reinmacht. Okay. Schönes Play dann, ne? Haben sie dann gut ausgespielt. Bradley Beal. Bradley Beal gegen Derek White oder was? Ah. Bradley Beal gegen White. Setzte sich am Ende leider nicht durch. Das war dann high contested, weil White das gut verteidigt hat, ne? Bradley Beal sehr aggressiv gewesen. D'Angelo Russell, Curry versucht ebenfalls aggressiv zu sein. Vanderbilt auf AD. Anthony Davis gibt das Handoff hier für White. Schwierig. Boah, das war ein gutes Abspiel und AD wird gefoult von Stephen Curry, wo man ganz klar sagen muss, ja, dann zieh AD halt die Arme weg, ne? Aber nicht so ein Alibi-Foul hier von Curry. Ja, und der ist drin. Ah, und seit der Timeout läuft es bei den Lakers, ne? Ah, schönes Anspiel und Kuminga macht ihn nicht rein tatsächlich. Kuminga holt sich dann auch nicht den Rebound, auch wenn er knapp davor war. Bisschen enttäuschend, dass der Kuminga das nicht schafft. Ui, irgendwie so ein bisschen gepennt, aber das kann Middleton nicht bestrafen. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall Stephen Curry. Der Ball auf Kuminga. Bradley Beal mit dem Fake. Bradley Beal spielt ihn nochmal auf Kuminga. Jonathan Kuminga. Sehr high-contesteter Wurf hier, ne? Versucht es da mit dem Fadeaway, aber das war dann nichts. Ey, die hätte da jetzt Kuminga mit dem Mismatch, ne? Wenn sie es dann ausspielen wollen. D'Lo. Boah, da kommt er zu einfach durch, aber trotzdem spielt er den ab. Und dann ist der tatsächlich drinne. Ey, die kriegt es in diesen Ball zu verwandeln. Wahnsinn. Ja, da powert er sich natürlich zu Recht nochmal auf. Den macht er auch rein. Und jetzt nehmen wir mal eine Timeout, um so ein bisschen hier vielleicht die Phase der Dings zu brechen, ne, der Lakers. Weil das gefällt mir so natürlich überhaupt nicht. Ja, letzten Saison waren wir auf jeden Fall das zweitbeste Team in Sachen Dreier. Lediglich die Nets waren vor uns, ne? Stephen Curry. Schengen könnte jetzt vielleicht mal mit einem Pick and Roll kommen. Gucken wir mal. Ja, schön gestellter Screen. Der Ball auf Schengen und der wird dann gefoult von AD. Okay. Aber der Türke geht jetzt hier zur Freiwurflinie. Hat ja schon einen Dreier verwandelt. Den ersten Freiwurf macht er rein. Sehr schön, Alperen Şengün. Und dann gucken wir mal, ob er den zweiten auch macht. Ne, den macht er dann leider nicht rein. Middleton. White. Schwierig jetzt hier gegen Şengün natürlich da in Zone. Und dann hat tatsächlich Şengün hier den Steal. AD. Kann er da mithalten? Na? Jetzt haben wir hier Kuminga. Wir müssen natürlich jetzt Şengün aufposten lassen, das ist klar. Der mal. Boah, AD mit dem Stil, das darf dir halt nicht passieren. Du hast halt eigentlich das perfekte Mismatch, ne, mit Şengün dort. Ich glaube, gegen D'Lo stand der. Du musst nur den Ball dahin bringen, dann hast du deine Punkte, ne? Aber das hast du halt nicht. Alperen Şengün. Gib den nochmal ab auf Bradley Beal. Und Bradley Beal hier mit den Punkten. Stark. Şengün hier mit seinem ersten Assist dann, ne? D'Lo. Boah. Curry will da den Zug zum Korb dicht machen, aber ließ ihn dann so frei werfen. Eigentlich auch nicht gut. Ah, der Screen ist gut von Paulus. Der Screen ist gut, aber Curry verliert den Ball. Curry verliert den Ball. Und jetzt hier vielleicht noch eine Chance. Nein. Nächster Turnover. Ne? Turnover ist ja auch in der Realität ein Problem der Warriors, muss man sagen. Wobei die Warriors in der Realität eben momentan viele Probleme haben. Der Screen von Şengün und dann ein offensives Foul, was schon mal bedeutet, dass Kuminga tatsächlich raus muss, ne? Kuminga sollte auf jeden Fall raus. Da kommt Tybal mal rein. Auch einer der neuen Spieler, ne? Soll er gleich mal reinkommen. Free and D-Guy, ne, Tybal?
Russell. Na, Curry versucht jetzt hier Schengen gegen AD. Ach, den macht AD einfach rein. Stark. AD momentan nicht zu stoppen, muss man sagen, ne? Bradley Beal. Ah, schön hier. Stephen Curry, der war aber high contested. Oh, super rüber gespielt. Und was für ein Abspiel auf Anthony Davis. Wow. Also die Lakers, die nehmen uns hier gerade wirklich auseinander. Das ist ein wunderbares Game hier gerade der Lakers. Ein wunderbares Game. Kuminga. Ne, die Screens sind nicht gut. Aber Kuminga versucht es gegen Middleton. Das klappt beides nicht. Bradley Beal. Screen. Nein, auch das klappt nicht. Jetzt haben wir Bradley Beal, der muss den loswerden, super schwer, kriegt es aber hin. Kriegt es hin, aus so einer Situation mit ablaufender Shotclock noch diesen vernünftigen Wurf hinzukriegen. Stark von Bradley Beal. D'Angelo Russell. Derrick White. AD kriegt den Midranger. Den macht er mal nicht rein. Bradley Beal. Portis. Nochmal rüber gespielt. Kuminga. Kuminga auf Curry. Nope. Ganz schwacher Wurf, ne? Schengen jetzt gegen AD oder was? AD versucht es hier gegen Alperen Şengün, der das super macht. Starke Defense von Şengün, ne? Sehr gute Defense von Alperen Şengün. Und jetzt hier Jonathan Kuminga. No, der ist nicht drin. Der ist jetzt cold. Der Kuminga. Gegen Chris Middleton jetzt hier. Vanderbilt. Derrick White. Spielt den Ball auf AD. Was jetzt? 3 Sekunden Überschreitung. Okay. Ballbesitz Warriors. Tybull jetzt unter anderem mit dabei. Curry. Ah, Portis mit dem guten Screen. Nein, nein, nein. Bradley Beal kam da nicht ran. Dann geht das so einfach. Christie war es, glaube ich, ne? Ben Simmons jetzt auch mit auf dem Feld. Bradley Beal. Bradley Beal versucht es jetzt hier. Gebt den nochmal ab. Alperen Şengün gegen Ben Simmons jetzt hier. Şengün versucht ihn da einfach so ein bisschen wegzupowern. Macht ihn nicht rein und Bobby Portis kommt dann leider auch nicht an den ran. Ja, Curry kann dagegen AD nicht viel machen. Na gut. Gucken wir mal, was sonst so geht. Bradley Beal jetzt hier im Ballbesitz. Kann Curry sich da freilaufen oder nicht, ist die Frage. Oh, das ist stark. Na, oder auch nicht. Der Screen nach wie vor. Jetzt hier Stephen Curry mit dem Midranger mal. Na, aber Şengün holt sich den. Wird dann aber weggeblockt von Anthony Davis. Wird dann aber weggeblockt von Anthony Davis, der einfach überall ist. Und wow. Also AD spielt wirklich ein Vintage-Game, könnte man sagen, ne? Während die Warriors hier wirklich momentan planlos sind. Şengün. Şengün versucht es aggressiv. Nein. Klappt auch nicht. Ja, mit dem Warriors-Team ist echt schwer. Putzki Fino macht den rein. Wir nehmen nochmal einen Timeout. Wir brauchen nochmal einen Timeout hier. Wir brauchen Klay Thompson und Draymond Green. Bradley Beal kommt dann erstmal raus, dann haben wir mehr Defense hier, ne? Green. Und ja, dann lassen wir es erstmal so. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ne? Draymond Green. Das ist halt auch ein scheiß Lauf von Curry. Warum bleibt der stehen? Warum bleibst du in dem Moment stehen, Mann? Wenn Curry durchläuft, einfach dann hat er den Dreier.
Nee, viel zu schwer. Viel zu schweres Ding, ne? Den machen sie immerhin auch nicht rein. Şengün. Ja, jetzt hier wiederum auf Draymond. Nochmal weiter gespielt. Alperen Şengün. Nein, und dann ist da am Ende sogar der Steal von AD. Dann ist da am Ende sogar der Steal von Anthony Davis, ne? Wahnsinn. Simmons. Den lässt man natürlich frei im Perimeter. Aber Gile darf halt nicht frei sein. Wow. Also wir haben jetzt seit Ewigkeit nicht mehr getroffen. Ich will gar nicht wissen, auf was für ein Run die aktuell hier sind, ne? Draymond. Wahnsinn. Also die Season fängt so an, wie sie geendet hat, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. Also AD ist heute ein Monster auch, ne? AD ist wirklich ein Monster. Na gut, der Ball geht natürlich an sie. Wir machen noch die eine defensive und eine offensive Aktion und dann gucken wir mal, ne? Ob es vielleicht noch eine spannende Simo gibt oder ob das Game dann schon durch ist. Klay Thompson jetzt hier. Stephen Curry. Versucht im Alleingang, vergiss es. Vergiss es einfach. Wir gucken mal, was die Simo so für uns vorhat. Nee, hier geht gar nichts. Hier geht gar nichts. Eieieiei. Also stell mal vor, du hast eine eher kritische Saison. Du gehst aber nicht in den Rebuild, weil du eigentlich zu gut bist und du startest dann mit einem kompletten Blowout von 37 Punkten Unterschied. Ja, das tut weh. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, dass dein vermeintlich bester Mann 1 von 9 Dreier nur trifft und 3 von 16 aus dem Feld. Ja. Wahnsinn. AD 22, 8, 1, 3 und ja, ein Block. Ein sehr, sehr bescheidener Auftakt. Ein richtig bescheidener Auftakt. Anders kann man es nicht sagen, ne? Ja, ich hoffe mal, dass wir es gleich auf jeden Fall vergessen können. Wir gehen noch ein bisschen vor, gehen natürlich in irgendeine Partie nochmal rein, gucken mal, ne? Dass wir so die ersten 2, vielleicht 3 Wochen rumkriegen, um so ein bisschen den Überblick zu haben, wie wir denn gestartet sind. Wir gehen auf jeden Fall rein hier gegen die Phoenix Suns, ne? Wir gucken, ob irgendjemand Foul Trouble hat. Nein, bei beiden Teams nicht. Sehr schön. Das heißt, wir spielen gegen KD und so. Naja, in der Realität ja, haben die Big Three bei den Suns ja immer noch nicht gespielt. Ist aber ein interessantes Matchup, weil bei uns Bradley Beal natürlich, Stephen Curry, KD hier mit auf dem Feld, viele Geschichten hier geschrieben werden können. Und Bradley Beal gleich mal mit dem Dreier und Shane gleich mal mit dem Rebound. Macht ihn aber nicht rein und dann ist am Ende tatsächlich hier die Suns dran. Und jetzt Kevin Durant, ne, der Ex-Warrior, mit dem er seine ersten und einzigen Titel geholt hat. Und KD so freizulassen, das sollte man als Warriors wissen, ist nicht gut. Trotzdem macht er den nicht. Şengün. Curry. Alperen Şengün mit dem Screen. Stephen Curry mit dem Wurf, aber der war nichts. KD. Macht den rein. 91-91 hier, Kevin Durant. Viele, viele Jahre jetzt ja schon bei den Suns, ne? Bradley Beal. Ui. Das war interessant. Klappte dann aber nicht. Kuminga. Kriegt den Ball dann nochmal. Den KD sollte er sich eigentlich durchsetzen können. Schafft es aber nicht. Körperlich hätte er ihn eigentlich echt weghauen müssen dort, ne? Draymond Green versucht aggressiv zu sein. Kevin Durant gegen Curry ist natürlich ein Mismatch hier. Jetzt hier Hardaway. Hardaway mit dem Dreier. Okay, Ruben Hardaway war es, glaube ich, ne, mit dem Dreier hier. Ich glaube, er heißt Ruben. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber müsste eigentlich so sein. Ist natürlich bei den Rooks immer so ein bisschen schwierig. Und jetzt hier Bradley Beal. Verlier doch nicht den Ball, Mann. KD. Oh, der Ball, gut gespielt. Devin Booker macht ihn nicht rein. Booker auch forever bei den Suns, wie es ausschaut, ne? Ja, schön. Bradley Beal kriegt da den Screen. Bradley Beal macht die nicht. Nicht sein Ernst. Der war echt hart contested, hat das Game gesagt, ne? Fand ich, sah im ersten Moment gar nicht so aus. Şengün stört da super. Şengün stört da super. Bradley Beal. Curry wird komplett freigelassen. Das ist keine gute Entscheidung, aber Curry auch nur mit 14 Punkten. Ne? Ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass Curry zum Laufen kommt. Ne?
Weil wenn der viele Games hat mit unter 20 Punkten, dann werden wir viele Games nicht gewinnen, ne? Die Suns hier. Chiebe oder irgendwie so. Ball abgegeben für Booker. Gut abgespielt und dann machen sie den rein schön hier gelaufen, ne? So, jetzt hier Şengün. Carey macht ihn nicht rein. Schade. KD. Auf Room Hardaway hier. Hardaway. Auf Kevin Durant. KD. Macht ihn nicht rein. Şengün hat den Ball. Bradley Beal. Ah, shit, er war im Aus. Bradley Beal war im Aus. Übrigens hier die nächsten Gegner der Suns, ne, gegen die Trailblazers, gegen die Grizzlies, gegen die Kings und gegen die Trailblazers wieder. Machbares Programm eigentlich für die Suns, ne? Bis auf die Grizzlies, die sind bisher richtig stark mit 8-1, die da eben waren, ne? Aber wir gucken mal. KD. Hardaway. Na, die Suns bewegen sich. Aber so richtig will da nichts klappen. Boah. Interessant. Und dann stört da Bradley Beal gut. Stark. Und jetzt hier Kuminga. Und Bradley Beal. Nein. Klappt nicht. Klappt nicht die ganzen schnellen Abschlüsse hier von uns, ne? Bookers Ball nochmal abgeben auf KD. Kevin Durant. Und dann... Boah, die sagen echt, das war ein Foul von Şengün leider. Gut, dass KD den Ball nicht reinmacht. Den macht er aber. Könnte jetzt auf 2 Possessions natürlich erhöhen hier, ne? Kevin Durant. Und macht das natürlich auch. Bradley Beal hier. Curry. Stephen Curry. Und der Screen wiederum auf Bradley Beal. Der gibt den nochmal ab. Und dann ist da Alperin Şengün mit dem End-One. Mit dem End-One Alperin Şengün. Ganz locker, ne, hier gegen Devin Booker. Stark gemacht. Ah, den macht Şengün noch nicht. Den macht Şengün dann nicht. Das wäre schon wichtig gewesen, ne, dass er den dann vielleicht auch einfach mal macht. Okay, die ist schwierig. Die läuft da fast ins Aus, ne? Hardaway gegen Beal. Ah, versuchen sich da zu bewegen. Vielleicht auf KD. Ja, schwierig, aber KD macht ihn nicht rein. Stephen Curry. Curry macht ihn nicht rein und Şengün ist so kurz vor dem Rebound gewesen, ne? Booker. Ja, der ist nicht drin. Jetzt hier die Chance, wieder Şengün, der da stört. Und dann ist der Ball wieder bei uns und Kuminga rettet ihn und der Ball ist bei Şengün. Das ist der richtige Einsatz. Das ist der richtige Einsatz. Und jetzt hier Bradley Beal. Bradley Beal. Macht ihn rein. Stark. Ganz stark. Ganz stark von Bradley Beal gerade. Macht ihn rein. 98, 98. 100, 100 sehe ich schon. Eine Minute 12 noch zu spielen. Jetzt hier Booker mit dem Ball hier. Der ist nicht drin. Şengün hat den. Und jetzt hier der weite Ball auf Bradley Beal. Na, der Fake klappt sogar. Curry. Stephen Curry will's wissen. Schafft es leider nicht, den reinzumachen. Und Şengün mit dem Ball. Şengün mit dem Ball. Gewinn dort, ne? Ja, gucken wir mal. Jetzt hier. Da kam der Screen. Bradley Beal mit Ranger. Und der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Schade, es war ein langer Zweier, den er leider nicht reinmacht. Jetzt die Frage, was machen die Suns? Schneller Wurf fürs 2-for-1. Den machen sie rein. Okay. Wir nehmen eine Timeout. Dreier oder Zweier ist jetzt die Frage, ne? Ich will Clay mit dabei haben. Clay soll mit dabei sein. So, jetzt hier. Der Ball geht zu Bradley Beal. Boah, das gibt's nicht. Fast der Screen. Und was machen sie denn da?
sie schlafen, dann machen wir halt den einfachen Zweier. Das war ziemlich duselig, muss man sagen. Aber wir machen die Punkte. 100 zu 100. Vielleicht gibt es ja gleich mal eine Overtime hier. Wir wollen reinhaben Taibo. Und Curry ist nämlich auch attackierbar, muss man sagen, ne? McLaughlin, komm. Der ist auch noch ein guter Defender. Hat Perimeter Defense A-. Wir gucken mal. Taibo gegen Booker. Devin Booker. Taibo bleibt da dran. Taibo bleibt da gut dran. Wow. 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 Devin Booker ist eiskalt. Was für ein Klatschwurf gerade von Devin Booker. Gucken wir. Ja, nochmal Timeout. Die machen nicht ganz das, was ich wollte. Nochmal Timeout. Ich glaube, das wäre egal gewesen. Ah, Mann. Stark gemacht. Devin Booker hat uns mit seinem Wurf einfach gekillt, ne? Zu ersten zwei Games auf jeden Fall in der neuen Saison, die ich selber gezockt habe, haben wir beide verloren. Beal hat alles versucht mit 28-3-6, ne? 50% aus dem Feld, 3 von 7 Dreiern. Ist eine gute Partie, das Problem ist halt, dass Curry nur 14 Punkte droppt. Wir gucken mal gleich auf die Durchschnitts und Co., ne? Na gut, dann verlierst du halt auch gegen Devin Booker, gegen KD und Co. Enge Niederlage, aber am Ende hast du verloren. Am Ende hast du eben verloren. Und komm, wir gehen nochmal bis hierhin. Und dann haben wir die ersten drei Wochen durch und sehen dann tatsächlich. Gegen die Suns hatten wir schon das erste Game verloren, weil KD hier 25 unter anderem gedroppt hat, ne? Und bei uns wenig Firepower da war. Dann gegen die Utah Jazz einen Sieg eingefahren. Kuminga richtig stark, ne? Curry mit 20. Bei den Jazz ging einfach wenig Scoring technisch, auch wenn Kessler drei Blocks holt. Dann zweimal Pelicans, ein Sieg, weil Curry dort seine vielleicht bis dahin beste Partie hatte. Gegen Sampson und Co. Danach verliert man das aber, weil hier Thompson und Curry zwar gut waren, aber Beal zu wenig unterstützt hat. Und dann konntest du sie nicht schlagen. Dann gab es eine Niederlage gegen die Nets. Auch bitter gegen Kawhi Leonard und Co., obwohl Curry hier richtig gut war. Dann gegen die Pistons mit Ivy Cunningham und Co. Da hat es nicht gereicht. Und jetzt drei Niederlagen in Folge, muss man sagen, ne? Gegen die Cavs. Donovan Mitchell 36 Punkte überragend, ne? Auch hier mit Allen, Garland und Co. Und wir hatten da wenig gegenzusetzen, auch wenn Kuminga Beal sich gegen gesträubt haben. Dann gerade gegen die Suns und dann gegen die OKC Thunder. Curry 28, ne? Shane Green hier mit 11 Assists sogar. Aber das reicht nicht gegen Shea, gegen Holmgren, gegen Gidey und wie sie nicht alle heißen. Bedeutet, wir starten mit 3 zu 7, ne? 10 Games haben wir hinter uns und wir starten mit einem 3 zu 7. Wir gucken mal auf die Spielerstatistiken, wie das denn da aktuell aussieht. Man muss sagen, Curry, er droppt 23,2 Punkte. Das ist tatsächlich mehr oder weniger exakt das, was er letztes Jahr gemacht hat. Wir haben Bradley Beal bisher nur mit 17,4. Das ist schon mal ein riesen Drop, ne, vom letzten Jahr. Sind um die 5 Punkte weniger. Das muss sich auf jeden Fall bessern. Klay Thompson, ja, ist ungefähr da, wo er die letzten Jahre schon ist. Ne? Das ist halt jetzt aktuell sein Niveau. Dann haben wir Jonathan Kuminga mit 16 Punkten. Şengün nur 11 Punkte. Ja, das ist wenig. Portis hier, Isaac und Co. Na gut, bei den Rebounds. Şengün in der Nähe von einem Double-Double kann man sagen, da ist er auch wieder, kann er durchaus auf einem guten Weg sein. Ne? Dann haben wir Portis, Kuminga und Co. bei den Assists. Şengün tatsächlich als Big Man der beste Assistgeber. Wird da tatsächlich auch immer besser, ne? Also da ist er jetzt schon bei 6,5, das ist stark. Noch vor Curry und Green und auch Beal. Die meisten Steals holt Şengün. Auch hier muss man sagen, steigert er sich Stand diese Saison. Und auch bei den Blocks, ne? Na gut, wenn man mal die Feldwurfquoten anguckt, Kuminga top, ne? Curry bei 47,9. Ist schon ein ganz Stück schlechter als letztes Jahr noch bei den Dreiern, ne? Na gut, na gut, na gut. Ist halt erstmal so. Muss man dann halt eben schauen. In der Tabelle. Ich meine, klar, wir haben jetzt nicht gewonnen viel, ne? Dementsprechend ist in der Tabelle auch nicht so schön. Da sind wir nämlich aktuell nur auf Platz 12.
Ist aber natürlich auch eine sehr kleine Sample-Size, 10 Spiele, ne? Da ist noch so viel Zeit, da ist noch so viel möglich. Müssen wir dann mal schauen, ne? Im Osten haben wir momentan hier die Magic ganz unten, dann hier Boston auch weiterhin ganz unten mit dabei. Ne? Das ist auch echt enttäuschend, wo die so sind. Dann haben wir die Bulls, die Bucks und Co. Aber gut, Leute. Euvelosh meldet sich fürs Erste ab. Wir gucken mal, wie die nächsten Wochen so werden, in welche Richtung es gehen wird. Ne? Euvelosh meldet sich ab und bye bye.